Schönen guten Morgen. Ja, wieder zurück aus Norwegen und bei einem kleinen Besuch in der Früh hier bei mir im Wald um die Ecke. Ich bin echt gespannt, was mir hier im wahrsten Sinne des Wortes blüht, weil zum Beispiel die Bäume, die sind jetzt schon wieder so grün geworden jetzt in der kurzen Vergangenheit, dass man sich zumindest bei diesem feuchten morgendlichen Nasselwetter drunter abstellen kann, ohne dass man gleich nass wird. Und ja, ich bin selber gespannt, weil das Frühjahr an sich selber ist für mich allgemein noch ein ziemlich pilzunerforschtes oder ein Zeitraum, so muss man sagen. Und bin selber gespannt, was mir hier kurz alles vor die Füße oder vor die Augen kommt. Ein paar Blümchen schon gesehen. Die Bäume treiben aus in Hülle und Fülle. Alles wächst auch im Wald, die Gräser sprießen hoch, alles kommt. Und was sich in Sachen Pilze tut bei mir hier im Frühjahr, jetzt haben wir Anfang Mitte Mai, hier bei mir in dem Wald, wo ich sonst eigentlich nur im Herbst unterwegs war, bin jetzt selber gespannt und da nehme ich euch wieder gerne dazu mit. Ja, ziemlich batzig heute in der Früh. Es hat die letzten Tage auch wieder kräftig geregnet bei mir hier und deswegen sind Gummistiefel jetzt mehr oder weniger sehr ratsam. Und da schauen wir jetzt einfach mal, was sich hier so in den Fichtenbereichen und vorne ein bisschen in den Mischbereichen so alles zeigt. Bei diesen jungen Nadelbäumen kann man jetzt auch wunderbar sehen, wie die austreiben und auch unterschiedlich. Also hier haben wir eine Weißtanne mit ihren flachen Nadeln, vorne die frischen Triebe in grün. Und daneben steht eine Fichte, bei der ist dasselbe Bild, natürlich das andere Nadelstruktur, die stechenden Nadeln. Aber kann man sich so wunderbar mal im flachen Bereich auch mal anschauen. Ja, das Spannende ist das um die Jahreszeit. Ich habe wirklich keine Ahnung, was hier, wenn, wo überhaupt wächst. Klar, das ist mein Herbstwald, da weiß ich schon die Stellen, wo es Pfifferlinge gibt, wo es Steinpilze gibt und so weiter und so fort. Aber was jetzt im Frühjahr hier im Mai wächst, bin jetzt selber gespannt. Kleine Idee dabei ist, weil da schon die ersten flockenstieligen Hexenröhrlinge gefunden werden. Die gibt es auch in dem Wald. Jetzt war ich schon bei der ersten Herbstschelle, sage ich jetzt mal. Da war jetzt nichts zum Finden. Ein paar Stellen kenne ich noch, da gehe ich jetzt einfach auch einmal gemütlich vorbei. Schauen wir, ob sich da bei denen was zeigt oder was einfach auf dem Weg dazwischen sich so irgendwo hervordrückt. Und ja, bin gespannt, was hier alles so zum Sehen ist. Die ersten Pilze für heute, aber schon wieder Pilze, zumindest für mich, mit Fragezeichen. Schauen wir uns mal kurz gemeinsam an. Da vorne sind welche, aber hier vor mir immer die, ist ein schöner, also haben diese Form und Färbung, unten drunter diesen Lamellenstand. Schnuppern wir mal kurz. Ja. Riecht nach Anis. Also müsste es vermutlich für mich der Anis-Trichterling sein, weil er auch so eine trichterförmige Form hat. Das sieht man den darunter stehenden nochmal besser. Schauen wir uns nochmal kurz an. Also bei dem hier ist es relativ gut ausgeprägt. Die Form von dem auch eher so ein bisschen trichterförmig und eben auch dann der Geruch. Da komme ich jetzt persönlich auf den, Achtung, giftigen Anis-Trichterling. Erste Pilzart für mich heute auf meiner, glaube ich, ersten Mai-Runde tatsächlich. Thank you.
der nächste Pelzfund. Jetzt in dem Fall was nicht allzu Ungewöhnliches, denke ich mal. Schauen wir, ob wir da unten runter reinschauen können. Da haben wir den gemeinen Spaltblättling. Ja, jetzt vielleicht einmal ein anderes Thema. Diese blauen Dingerchen hier unten auf den Nadelbäumen kennen wahrscheinlich die meisten. Gibt es auch, glaube ich, in Orange und in anderen Farben. Aber für was sind die eigentlich da? Das sind Verbissschutze, also keine Markierungen, sondern Verbissschütze gegen, ja, vor allem Rehwild. Weil, wenn bei einem so jungen Trieb oben die Spitzenknospe weggefuttert wird, geht der Baum nicht mehr in die Höhe. Und deswegen gibt es da hier zum Beispiel die Möglichkeit, bei diesen Kunststoffschutzen die Spitzenknospen von so Fichten oder auch vor allem von Weißtannen, die sehr, sehr beliebt sind bei Rehen, zu schützen, damit der Baum eine Chance hat, überhaupt irgendwann einmal groß zu werden. Und wenn der klein und verbissen bleibt, geht der nicht mehr in die Höhe. Und deswegen findet man immer wieder mal diese, zumindest bei mir in der Region, diese blauen und auch orangenen Verbissschütze, eben vor allem gegen Rehwild. Und dass man das natürlich nicht mit jedem Baum macht, ist auch klar. Also wenn man hier schaut, hier unten gibt es genug junge, überwiegend Weißtannentriebe. Und dazwischen immer wieder mal werden ein paar, ich sage es mal, wahrscheinlich gesichert einfach, dass die ja Chance haben, auch größer zu werden. Und die restlichen kleinen hier unten, die bleiben tatsächlich dann zum Teil eben zurück, wenn dann eben ein Verbiss entsteht gegen oder von eben Rehwild. Zum Beispiel an der Stelle schauen wir mal, ob wir irgendwo einen erkennen. Ja, also der schaut ziemlich verbissen aus oben drüber. Der wird nicht mehr hochkommen können. Und die anderen eben da hinten, da auch, hat man ganz klar einen Verbiss vom Rehwild. Und der Baum, der wird nicht groß werden. Der wird wahrscheinlich so klein bleiben, ein bisschen rumverkümmern. Da hinten, der ist auch verbissen. Der mittelgroße davon, der hat auch schon seine Bissspuren abbekommen, wie man erkennen kann. Und um eben das zu verhindern, werden diese Klammern da hinten gesetzt. Und dann hat der Baum eine Chance, eben mit der Spitzenknospe weiter nach oben wachsen zu können. Und beim Schauen eben nach diesen ganzen Knospen ist mir jetzt was vor die Füße gekommen. Freundinnen und Freunde, momentan, keine Ahnung, schauen wir uns auch mal gemeinsam an. Und zwar da Dingens hier unten. Also, jetzt kann man schon mal meinen, dass das ein ausgewaschener Becherling ist. Ja, irgendwie sowas. Jetzt schauen wir mal, so Konsistenz. Irgendwie komisch. Schauen wir mal. Auch wieder sehr, sehr brüchig. Also ein richtig schöner Kelch. Schaut fast aus wie so eine Wachsfigur, aber es ist schon. Wenn wir bei dem mal riechen. Nein, also nichts Chloriges oder irgendwas in die Richtung. Was bist du? Muss ich auch nachschauen. Wenn ich es weiß, schreibe ich es wieder unter die unter das nächste Foto. Ansonsten auch gerne von euch wieder die Unterstützung, wenn ihr sagen könnt, was das hier für ein Pilz für mich ist. Und hier haben wir die Dinger, wie gesagt, auch in Orange, hinten in Blau. Und bei dem da unten, ja, schauen wir mal, also da ist, denke ich, oben hier, das ist alles schon wieder Wildverbiss. Diese Weißtanne wird nicht viel größer werden als so. Und selbiges wird auch in dem Fall hier bei einer jungen Buche gemacht, dass die auf dieser freien Fläche die Chance hat, größer zu werden, ohne dass sie vorher vom Wild vernascht wird. Jetzt bin ich in einem Bereich, da ist der Boden auffällig, ja, von den Tieren, was auch immer, durchwühlt worden. Und so beim Rumschauen sind mir dann hier unten diese Schnecken aufgefallen. Und die probieren sich an irgendetwas. Und das
Schälen wir jetzt einmal frei, schauen wir. Okay, schaut noch eine Nuss aus. Ich habe schon noch einen Pilz vermutet. Aber wahrscheinlich ist das irgendwie eine Kastanie, die denen da jetzt momentan irgendwie recht zusagt. Hätte ja auch Pilz sein können. Okay, schön. Ja, in Sachen Pilze, nicht viel los, aber das macht nichts. Es ist ein wunderbarer Morgen. Schöne Stimmung heraus im Wald. Ja, richtig zum Genießen. Ein paar Schritte habe ich noch und dann geht es auch schon wieder nach Hause, weil wir heute beim restlichen Feiertag noch ein bisschen was vorhaben. Und aber so ein Morgenspaziergang ist einfach was wunderbar Schönes, Belebendes für den ganzen Tag. Aber ein fancy Pauling. Jo, haben wir einen fancy Pauling gefunden auf dem alten Fichtenbaumstumpf. Passt. Und bei dem höre ich in Anführungsstrichen jetzt auch auf. Jetzt geht es wieder gemütlich zurück zum Auto. Vielleicht kommt noch was, dann zeige ich es euch gerne. Aber zur Abmoderation hören und sehen wir uns nochmal. Mal schauen, man da noch mal so ein Mini-Pilzlein. Die sind wirklich nicht groß. Schauen wir mal. Einen mal rausnehmen. Ja, kein auffälliger Geruch. Wie gesagt, die sind so mini. Die lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und mit diesen Mini-Pilzlein nehme ich jetzt als Anlass, mich von euch zu verabschieden für heute. Wunderbare 1,5-2 Stunden durch den Wald spaziert. Pilztechnisch nicht viel los, aber egal, macht nichts. Für mich, wie gesagt, persönlich meine erste, glaube ich, Mai-Wanderung in heimische Wälder auf Pilzschau. Also war bislang bei mir noch nie so richtig auf dem Schirm. Werde ich sicherlich die nächsten Tage und Wochen noch ein bisschen weiter verfolgen, auch mal andere Wälder checken, andere Habitate und so weiter und so fort. Und ja, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen restlichen Feiertag. Heute ist Christi Himmelfahrt oder Vatertag oder Herrentag, wie er in ganz Deutschland gerne auch bezeichnet wird. Ja, ich verbringe ihn heute mit der Familie. Wir machen noch einen netten Ausflug. Das Wetter wird jetzt dann auch besser. Das Regen hat schon aufgehört. Das passt eh wunderbar. Und dann in dem Sinn, gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Servus.